Hey Leute, herzlich willkommen hier bei RMGTV. Heute habe ich mal ein etwas kurioses Video für euch, nämlich ich habe mir einen neuen Xbox-Controller gekauft. Toll, wird sich ein oder andere jetzt denken, aber dieser Xbox-Controller kommt von den Xbox Labs und das bedeutet, der ist selber konfiguriert. Und wie der nun aussieht und was hier an diesem Controller so besonders ist, das zeige ich euch jetzt in diesem Video. Also viel Spaß! So, und da haben wir schon den Controller vor uns, beziehungsweise erstmal die Verpackung. Wie ihr sehen könnt, die Verpackung sieht schon irgendwie richtig stylisch aus. Also so ein glänzender Xbox One Controller hier oben, das Xbox-Zeichen. Auf der Rückseite sehen wir nochmal so einen glänzenden Controller. Dann alles, was hier drin ist. Und dann natürlich mit dem Xbox Design Lab erstellt. Das bedeutet, dieser Controller ist komplett customized, also komplett custom erstellt. Den gibt es so auf der Welt nicht ein zweites Mal. Das kann ich euch jetzt schon mal schwören. Der wurde extra nur für mich sozusagen angefertigt und gibt es auch nur einmal so in dieser Konfiguration auf der Welt. Gut, genug davon geredet. Was alles hier im Paket drin ist, kann ich euch mal kurz sagen. Der Controller und zwei Doppel-A-Batterien, mehr nicht. Und wir öffnen einfach mal das Paket jetzt und sehen dort ein blau-weiß-orangenen Controller. Den nehmen wir mal raus. Kurze Information: Hier waren die Doppel-A-Batterien drin. Die habe ich schon hier in den Controller reingepackt. Unter dem Pappschuber haben wir natürlich die üblichen Verdächtigen von Xbox, also Garantiebestimmung und eben hier den ganzen Quick-Start-Guide und was alles dazugehört. Zu der Garantie bzw. zum Umtauschrecht muss ich euch nochmal was sagen, weil dieser Controller, da er eben für mich speziell angefertigt worden ist, gibt es kein 14 Tage Umtauschrecht. Sobald er angefertigt ist, habt ihr kein Umtauschrecht mehr. Wenn er bei euch ankommt ist, dann dürft ihr ihn nur behalten. So, schauen wir uns den Controller an. Auf den ersten Blick natürlich, man sieht, es ist ein ganz normaler Xbox One Controller, allerdings der neuen Generation. Das bedeutet, ihr braucht, um diesen Controller beispielsweise an einen PC anschließen zu können, nur noch einen kleinen Bluetooth-Stick bzw. irgendeinen kleinen Bluetooth-Dongle, womit ihr über Windows 10 einfach Bluetooth freischalten könnt. Und dieser Controller könnt ihr dann ohne Probleme mit Windows 10 verbinden. Früher brauchtet ihr ja für ungefähr 30 Euro diesen USB-Stick von Microsoft, der nicht mal gerade dünn war. Jetzt reicht so ein ganz, wirklich so ein 5 mm großer Bluetooth-Stick, den es gerade so für 5 Euro oder so im Handel gibt. Und der Controller wird sofort erkannt. Beziehungsweise ihr müsst ihn natürlich verbinden. Schauen wir uns den Controller doch mal erstmal an, was hier für Besonderheiten ist. Also im Design Lab konnte man sich unterschiedliche Sachen aussuchen. Einmal natürlich das Topcase, dann wie die Rückseite auszusehen hat, dann die schönen Trigger und Bumpers, dann das Steuerkreuz, die Analogsticks und natürlich jede einzelne Taste konnte hier bestimmt werden, beziehungsweise es gab spezielle Tastensets. Ihr könntet das klassische Xbox-Design machen, wo hier die A, B, X und Y-Tasten in Rot, Blau, Grün und Gelb konstruiert sind, oder ihr könntet auch hier so wie ich so schwarz mit weißen Buchstaben, die so dreidimensional hier in den Tasten sind, machen und. Also ihr habt wirklich zig Möglichkeiten. Ihr hättet sogar auch für einen Aufpreis die Tasten hier in Metallic-Optik haben können. Wollte ich nicht, mir reicht der normale. Außerdem, was natürlich auch im Design Lab möglich ist, was bei den normalen Controllern eben nicht der Fall ist, nur bei manchen Sondereditionen. Ihr habt die Möglichkeit, die Griffe, darum sind die hier so schwarz, gummieren zu lassen, damit ihr einen besseren Grip in den Händen habt. Für mich hat das sich schon wirklich gelohnt. Also der Controller hält sich viel, viel besser. Man kommt auch, wenn man etwas schwitzige Hände hat, sage ich mal so, nicht mehr ins Rutschen vom Controller. Also ihr bleibt permanent am Controller dran. Und was natürlich das Design Lab so besonders macht, was auch kein Aufpreis ist, das muss man sagen, ist nämlich, schaut mal hier, ich hoffe, ihr könnt es sehen, jo, da seht ihr es, natürlich eine Lasergravur.
Hier habe ich mein Gamertag und mein Name eingravieren lassen, damit man auch sehen kann, dass das mein Controller ist. Und ja, das war's auch schon von diesem kleinen Vorstellungsvideo. Das ist nämlich ein Xbox One Controller, den man selber konfigurieren kann. Wenn ihr jetzt noch Fragen zu der Konfiguration über das Xbox Design Lab habt, schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Ich werde darauf antworten und vielleicht nochmal ein zweites Video machen, wie diese Funktion vom Xbox Design Lab aussieht. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir doch mal einen Daumen hoch. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr mir auch einen Daumen runter geben. Für Verbesserungsvorschläge stehen noch immer die Kommentare zur Verfügung. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag hier auf YouTube und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Video.